Nach den früher üblichen Entfernungsangaben liegt Dünn 4 Stunden weit südlich von Wuppertal, dem Zentrum der bergischen Textilindustrie. So lange brauchten die Bandwerke aus dem Ort über dem Dünnbachtal zu Fuß bis nach Barmen im Tal der Wupper, wenn sie ihre Ware bei den Fabrikanten ablieferten. Dies ist eins der ehemaligen Weberhäuser in Dünn. Von der örtlichen Bandwerkervereinigung wurde hier ein Handstuhl aufgeschlagen, damit das Tagewerk der alten Handweberei noch einmal dargestellt werden kann. Nahebei liegt eine der neuzeitlichen Werkstätten, die in einem besonderen Anbau, dem sogenannten Schett, eingerichtet ist. Die Bandwerkerei wird im Bergischen Land hauptsächlich als Heimgewerbe im Verlagssystem betrieben. Ursprünglich waren die Webstühle im Wohnhaus aufgestellt. Gewebt wurde ausschließlich von Männern, während die Frauen Haus und Garten versorgten und bei Nebenarbeiten halfen. Auf dem Webstuhl in der Kammer sind bunte Zierbänder aufgelegt, wie sie früher zum Beispiel für Damenhutbänder, Schärpen und Haarschleifen gebraucht wurden. Der Bandstuhl hat 5 Gänge, sodass 5 Bänder gleichzeitig nebeneinander hergestellt werden können. Unterhalb des Brustbaums befindet sich der Warenabzug mit den beiden Zugbäumen und den lose zwischengelegten eisernen Pressrollen. Der von Hand betätigte Bandstuhl wird vorne mit dem Drehbaum angetrieben, der das 1,36 Meter breite Gestell an beiden Seiten um 5 cm überragt. So ist es möglich, alle Bewegungsabläufe sowie die 5 Bänder während der Arbeit ständig zu kontrollieren. Am hinteren Ende befindet sich der Garnrahmen mit den aufgespulten Kettsträngen. Die Ketten, wie man die Längsfäden für die Bänder nennt, die von den Webgewichten in den Leinensäckchen stramm gespannt sind, werden über die Gleitrollen auf dem Webstuhldeckel unter der Zimmerdecke senkrecht nach unten auf den sogenannten Seidenbaum geführt. Traversen aus Glasstangen geben den Kettfäden hier den horizontalen Verlauf. Weiter vorne sitzt der Kamm mit den 4 paarweise heb- und senkbaren Schäften, durch die die Ketten hindurchgezogen sind. Beim Ausheben der gekreuzten Fäden entsteht das sogenannte Fach, in das die Einschlagfäden beim Hin- und Herpendeln der Weblade quer eingeschossen werden. Um die Arbeit ausführen zu können, hatte der Bandwerker seinen Webstuhl an den Vortagen mit Hilfe einiger Kollegen für den Auftrag eingerichtet, den er gegen Lohn übernommen hat. Bei der Heimarbeit verfügen die Bandwerker selber über ihre Arbeitszeit, die sie mit der Familie im eigenen Haus zubringen. Da sie die Ausrüstung stellen, sind sie als selbstständige Gewerbetreibende mit den Auftraggebern auf Gegenseitigkeit verbunden. Das Entgelt wird seit Bestehen des Bandwerkerverbandes im Jahre 1892 tariflich geregelt. Während der Bandwerker von morgens bis abends seiner Berufsarbeit nachgeht, versorgt die Hausfrau Wohnung und Küche. Solange auf Handstühlen gewebt wurde, war im Sommerhalbjahr bei Ausnutzung des Tageslichts der 14-Stunden-Tag keine Seltenheit. Du musst mal noch jetzt Brötchen machen. Ja, schon eher die Lieber sehr kommen. Da man auf Petroleumlampen angewiesen war, die kein ausreichendes Licht gaben, verkürzte sich die Arbeitszeit im Winter ganz erheblich. Auf der Bleiche beim Haus werden die gewaschenen Liefersäcke zum Trocknen aufgehängt. Dies sind die Tücher, in die die fertige Bandware für den Transport zum Fabrikanten nach Barmen verpackt wurden. Auf dem Rückweg brachte man in ihnen das Rohmaterial für den nächsten Auftrag mit, das aus den gescherten, auf Kettscheiben gewickelten Kettsträngen sowie dem Garn für die Schussspülchen bestand. Ich bin am letzten.
Die Spülchen für den Einschlag in die Kette, wodurch die Fadenbindungen des Gewebes entstehen, werden in den Bandwerkereien auch heute noch mit Umspulmaschinen hergestellt. Früher, als es hierfür noch keine motorgetriebenen Apparate gab, war dies die Arbeit der Frauen. Die Frauen hatten dafür zu sorgen, dass der Nachschub an Schussspülchen rechtzeitig zur Verfügung stand. Seit den 70er Jahren sind zum Umspulen des Einschlags automatische Einrichtungen in Gebrauch, die nebenher bedient werden können. Wenn das Garn in einem der Schiffchen ausläuft, wird der Stuhl angehalten, sodass man ein volles Schussspülchen einsetzen kann. Nach dem erneuten Anweben muss das Anfangsstück des Fadens weggeschnitten werden. Mit den Bewegungen der Weblade öffnen und schließen sich nicht nur die von den Schäften gesteuerten Fache zur Aufnahme der Bindung. Die eingetragenen Schussfäden werden auch vom Ried in der Lade nach vorne an das Gewebe herangeschlagen. Hinten, an den Seidenbaumruten, vereinigt sich der geteilte Kettstrang, sodass er bei fortschreitender Arbeit vorrücken kann. Wenn Kettfäden hinter der Weblade zu ordnen sind, steigt der Weber über die Drehrute hinweg in den Webstuhl. Hier muss das rückwärtige Ried, das die Viererzüge trennt, zurechtgeschoben werden. Die von Kraftmaschinen angetriebenen Bandwebstühle, anfangs waren es gelegentlich Wasserräder, seit 1911 setzte sich in Dünn der Elektromotor durch, unterschieden sich zunächst kaum vom Handstuhl. Da die Drehung direkt auf die Hauptwelle ging, fehlte lediglich vorne die Treibrute. Mit dem Zahnradgetriebe des Regulators, der den Zug der Bäume für das fertige Gewebe mit der Zahl der Einschüsse und dem Rhythmus der Schaftbewegungen genau abstimmt, hatte man in der alten Bandwerkerei ein hohes Maß technischer Vollkommenheit erreicht. Handstühle wie dieser, der um 1900 gebaut wurde, waren vereinzelt bis nach dem letzten Krieg in Gebrauch. Inzwischen ist die Arbeit so weit fortgeschritten, dass die gewebten Bänder an den Zugruten herunterhängen. Jetzt kann man den Bandkasten unterstellen, der die fertige Ware aufnimmt. Bei der Gelegenheit werden die Anfänge der Kettstränge abgeschnitten. Obwohl die Breite der Bandware nach Anzahl der Kettfäden von den beiden Rietern geregelt wird, kann sie sich durch die Spannung der Webkanten verringern. Dann werden die Bänder auf dem Brustbaum auseinandergezogen. Auch als die Bandstühle beim Einsatz leistungsstarker Motoren ganz erheblich in die Breite wuchsen, sodass in einer Weblade 80 und mehr Gänge untergebracht und damit ebenso viele Bänder gleichzeitig hergestellt werden konnten, brauchte man an der Grundkonstruktion keine wesentlichen Änderungen vorzunehmen. Zur Herstellung kunstvollerer Muster wurde allerdings die Anzahl der Schäfte, die man mit Drahtlitzen ausrüstete, beträchtlich vermehrt. Im Zuge dieser Entwicklung reichten die Exzenter und Kreuzarme zur Bedienung der Tritte für die Fachbildung nicht mehr aus. Mit den Schaftenmaschinen und Jacquardmaschinen wendet man seit längerem Hebemechanismen an, die oben auf den Webstühlen montiert sind. Sie arbeiten mit Lochkarten, die man entsprechend dem Webmuster stanzt. Damit werden die sogenannten Platinen gesteuert, die die Litzen mit den Kettfäden in der vorgesehenen Reihung ins Fach heben. Bei entsprechender Farbwahl kann man mit solchen Fachbildungsmaschinen Schriftbänder, zum Beispiel für Etiketten, und Bildbänder, zum Beispiel für Wappen, herstellen. Für die einfache Tuchbindung der Stückweberei reichen zwei Schäfte. Der Handwebstuhl ist mit seinen vier von unten zentral gesteuerten Trittschäften für Taftbildungen eingerichtet. Beim Verweben von Seide kann es vorkommen, dass sich in der Kette angerissene oder knotige Fäden befinden. Sie werden vom Weber auf Haltbarkeit überprüft und, wenn nötig, ausgebessert.
Hierzu wird Tischlerleim benutzt, den man mit angefeuchteten Fingern auf die schadhafte Stelle bringt, um sie zu präparieren. Wegen der Knoten im Garn, die in den Litzenaugen aufgehen können, muss auch der Durchgang der Fäden durch die Schäfte sorgsam beobachtet werden. Die meisten Bandwerker, die ihre Fertigkeit im elterlichen Betrieb erlernten, haben zur Erweiterung ihrer Kenntnisse in Warenkunde, in der Webstuhl- und Bindungslehre sowie im Musterentwerfen die Preußische Bandwerkerschule in Ronsdorf besucht. Durch die zusätzliche Fachausbildung erreichte das Hausgewerbe der Schmalwarenweberei im Bergischen Land schon um die Jahrhundertwende einen hohen Stand. Da die von den Männern ausgeübte, im Handbetrieb viel Arbeitsaufwand erfordernde Bandwerkerei den Familien den Hauptbroterwerb brachte, kümmerten sich hauptsächlich die Frauen um Garten und Feld. Auch früher wurde die gelieferte Ware nach Bandlängen bezahlt. So musste es darauf ankommen, eine zufriedenstellende Leistung zu erzielen. Bei unablässiger Arbeit konnte ein guter Bandwerker auf dem Handstuhl pro Gang bis zu 20 Meter Band im Tagewerk schaffen. Genauso wichtig wie die Menge ist die Qualität der fertiggestellten Bänder. Bei der Abnahme durch die Textilfirmen wird die Ware auf Mängel überprüft, die zu Abstrichen am vereinbarten Tariflohn führen. Während der Bandwerker seinen Webstuhl in Betrieb hält, überwacht er die einzelnen Gänge. Dieser Spattel, wie ein solcher Webfehler heißt, wurde absichtlich herbeigeführt, um zu zeigen, wie man ihn beseitigt. Der Schaden konnte entstehen, weil der Einschuss durch falschen Sitz des Vorderrieds in der Weblade nicht ordentlich angeschlagen wurde. Um die Kettfäden beim Aufschneiden nicht zu verletzen, wird das Gewebe mit dem Weberknochen, einem spitzen, glatt gedrehten Stäbchen aus Bein, längs auseinandergestrichen. Wenn die fehlerhafte Stelle aufgetrennt ist, kann man die durchschnittenen Schussfäden an der Webkante herauszupfen. Bei der Arbeit mit dem feinen Garn für die Zierbänder können raue Fingerkuppen und Handflächen hinderlich sein. Um Schäden zu vermeiden, reiben die Bandwerker ihre Hände mit Glaspapier ab. Wenn die Einschlagfäden mit der schlechten Bindung entfernt sind, wird die Kette zurückgeschoben, bis sich der Gewebeansatz in einer Linie mit den anderen Bändern befindet. Dann kann die Webarbeit wieder aufgenommen werden. Sobald nach den ersten Durchschüssen eine feste Bindung erreicht ist, schneidet der Weber den nicht eingewebten Anfang des Einschlagfadens weg. An dem hergerichteten Band bleibt der neue Webansatz kenntlich. Doch die Arbeit ist jetzt fehlerfrei. Die modernen, schnell laufenden Bandautomaten, die in dieser Weise nicht mehr überwacht werden können, sind so eingerichtet, dass sie bei Unregelmäßigkeiten stehen bleiben. Größerer Schaden kann so nicht mehr entstehen. An den vorausgehenden, motorgetriebenen Großstühlen, die noch in vielen Heimbetrieben in Gebrauch sind, muss der Bandwerker ständig anwesend sein, um bei Störungen sofort eingreifen zu können. Da sie die mehrfache Anzahl von Gängen besitzen und da sie wesentlich schneller laufen als der alte Handstuhl, müssen auch die Schussspülchen viel häufiger erneuert werden. Der häufigste Anlass zum Eingreifen ergibt sich, wenn Kettfäden reißen, die durch die Einspannung in den Webstuhl
und durch das Auseinanderziehen zum Fach stark beansprucht sind. Zunächst sucht der Weber an der Rissstelle die Fadenenden. Dann zieht er von der Rolle mit dem gleichen Garn, das beim Kopfholz aufgehängt ist, ein Fadenstück ab, das eingeknüpft wird. Wenn die überstehenden Enden gekappt sind, ist der Webstuhl wieder arbeitsfähig. Beim Einknüpfen von Garnstücken in die Kette kommt es darauf an, den reparierten Faden mit dem Kettstrang gleichzuspannen. Wenn die Webkette keinen einheitlichen Zug hat, ergeben sich im Band Krausen, die die Qualität mindern. Es kann auch vorkommen, dass ein Kettfaden zwischen Kamm und Weblade entzweigeht. Dies geschieht meist dann, wenn sich ein Knoten beim Durchgang durch den Schaft im Litzenauge löst. Beim Verknüpfen mit einem von der Reservespule abgezogenen Fadenstück muss die Kettspannung vom Bandwerker ebenfalls wieder erreicht werden. Die Bandwaren wurden früher meist in Partien bis zu 600 Metern hergestellt. Mit dem Einwurmen des Kamms, dem Einstechen der Riter und dem Andrehen der auf Kettscheiben gelieferten Kette war dies Arbeit für etwa 6 Wochen. Die alten Handstühle hatten keine Einrichtung zum Aufwinden der fertigen Bänder. Hierzu benutzte man besondere Bandhaspeln, die von Frauen bedient wurden. Die Bänder, die hier in Dünn hergestellt werden, galten früher als sogenannte Barmer Artikel, nicht nur, weil sie von Barmen aus in den Handel gingen. Im Zusammenhang mit den Garnbleichen auf den Rasenplätzen im Tal der Wupper nahm man in Barmen bereits Anfang des 16. Jahrhunderts die Produktion von Zwirn auf. Als um 1690 holländische Posamentenmacher zuwanderten, kam ein neuer Zweig der Textilindustrie hinzu. Zu den Erzeugnissen gehörten Borten, Tressen, Kordeln, Litzen, gewebte Spitzen und Bänder, die als Besatzware Verwendung fanden und die den Ruf der Barmer Artikel begründeten. Damit wurden auch die Webstühle für Schmalwaren eingeführt. Bei der vielseitigen Verwendung der Gewebe von geringer Breite und beim großen Bedarf wurden die Orte in der Umgebung von Barmen schon bald in die Produktion einbezogen. Ursprünglich gehörte auch die Herstellung der Webkette zu den Arbeiten in Bandwerkereien. Die Geräte wurden hier noch einmal in Betrieb genommen. In dem großen Scherrahmen sind die Spulen zusammengestellt, die zu einer Webkette vereinigt werden sollen. Im Scherbock, der mit einer Handkurbel betätigt wird, laufen die Fäden in geordneten Lagen auf der Kettscheibe zusammen. Dieser Kettstrang, der für ein längs gemustertes Band vorgesehen ist, vereinigt insgesamt 108 Fäden, die mit der Anzahl der Spulen im Rahmen übereinstimmen. Die Anordnung der sorgfältig nebeneinander geführten Fäden sowie die zum Weben notwendige Kreuzung wird durch das Scherried bestimmt. Bevor die Kette die Wickelscheibe im Scherbock erreicht, passiert sie eine Trommel, die mit Tuch bezogen ist. Hier befindet sich ein Zählwerk, welches die Kettenlänge genau anzeigt. Dabei ist gewährleistet, dass sämtliche Fäden in der früher üblichen Abmessung der Bandware von 600 Metern gleich lang werden. Mit diesem Schergerät konnte man für breitere Bänder,
die zum Beispiel zur Herstellung von Kranzschleifen gebraucht werden, bis zu 300 Fäden aufziehen. Wenn die gewünschte Länge erreicht ist, muss das Fadenkreuz eingelegt werden, mit dem die einzelnen Garnlagen, die für den gleichen Schaft im Webkamm bestimmt sind, voneinander getrennt werden. Mithilfe der beiden quer durchgezogenen Fäden kann man die gegabelte Teilung beim Einziehen des Kettstrangs in den Webstuhl ohne Schwierigkeit wiederfinden. Von dieser Teilung in mehrere Garnlagen, die man in der Webersprache als Schere bezeichnet, hat der Scherbock seinen Namen. Die gescherte Kette wird abgeschnitten, durch einen Knoten gesichert und vollends auf die Wickelscheibe aufgespult. Mit dem so fertiggestellten Kettstrang kann auf dem Bandstuhl ein Gang bestückt werden. Da in der Schmalwarenweberei immer mehrere Bänder nebeneinander laufen, braucht man für einen Arbeitsgang so viel Ketten, wie Gänge vorhanden sind. Es ist nicht erforderlich, die Bänder, die von gleicher Länge sein müssen, auch in gleicher Breite und Musterung anzulegen. So können die Ketten auf dem Scherbock durchaus unterschiedlich gestaltet werden. Bei der Besatz- und Zierware, die immer schon von modischen Bedürfnissen bestimmt wurde, sind Abwechslung und Vielfalt erwünscht. In den 30er Jahren wurden von den Textilfirmen in Barmen mechanische Schermaschinen eingeführt, die nach dem Prinzip des alten Scherbocks arbeiten. Seitdem haben die Hausbandwirker das Kettenscheren, das beim Zusammenstellen der Spulen viel Mühe machte, nach und nach eingestellt. Obwohl man sich in den einzelnen Heimbetrieben auf ganz bestimmte Bandartikel spezialisiert hat, die eine fast unübersehbare Vielfalt ausmachen, werden heute sämtliche Ketten von den auftraggebenden Firmen fertig geliefert. Zur Zeit der Filmaufnahmen waren in Dünn noch etwa 70 Bandwirker tätig. Dies ist eine von den als Schett bezeichneten Werkstätten, die um 1900 errichtet wurden, als man den Arbeitsplatz wegen der aufkommenden Antriebsmaschinen aus dem Wohnhaus entfernte. An der Einrichtung mit der Riementransmission und den breit ausgelegten Bandstühlen hat sich seitdem kaum etwas geändert. Die Konstruktion und Arbeitsweise der Webstühle, die hier von einer Frau bedient werden, ist die gleiche wie bei dem handgetriebenen Stuhl. Abgesehen von der Aufwickeleinrichtung für die fertigen Bänder. In den selbsttätig laufenden Anlagen konnten auch Frauen in den Arbeitsprozess eingeführt werden, soweit es um die Beaufsichtigung des Webvorgangs geht. Zum Einsetzen neuer Schussspülchen kann jeder Webstuhl angehalten werden. Durch Einrücken der Transmissionskupplung setzt man ihn wieder in Betrieb. Obwohl die Werkstätten ganz von der technischen Einrichtung ausgefüllt sind, ist in die alten Sheds ein Stück Wohnlichkeit übergegangen. Die Wohnhäuser der heutigen Bandwirker sind nicht mehr mit dem alten Weberhaus vergleichbar, das mit allen Geräten ins Rheinische Freilichtmuseum gekommen ist. Wenn man die meist in Anbauten untergebrachten Heimwebereien besucht, kann man die technische Entwicklung der letzten 100 Jahre verfolgen. Außerdem bekommt man einen Eindruck von der Vielfalt der in Dünn hergestellten Bandwaren. In diesem Schritt sind die Bandwebstühle mit Aufsätzen zum automatischen Ausheben der Schäfte ausgerüstet. Hier werden schmale, mit Randstreifen verzierte Schmuckbänder hergestellt,
die zur Verschnürung von Geschenkpäckchen beliebt sind. Wenn die Kettstränge aufgezogen sind, können die vier Bandstühle trotz der großen Anzahl von Gängen von einem einzigen Bandwirker in Schuss gehalten werden. Diese Bandwirkerei gehört zu denen, die erst in jüngster Zeit eingerichtet wurden. Die Werkstatt, die nicht mehr als Shed bezeichnet wird, ist nach dem neuesten Stand der Entwicklung mit schnell laufenden Bandautomaten eingerichtet. Hier werden elastische Gummibänder für den alltäglichen Gebrauch hergestellt. Zu den Bedarfsartikeln, bei denen es weniger auf Schönheit als auf Haltbarkeit ankommt, gehören zum Beispiel auch Stoßbänder, Schreibmaschinenbänder, Reißverschlussbänder, Mullbinden und Rollladengurte. Sie alle haben neben den Bändern für Trauerflore, Armbinden, Fahnenschleifen, Ordensgehänge oder Trachtenbesatz unter den Hausbandwirkern in Dünn ihre Spezialisten gefunden.